Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrelda.de. Jetzt geht es darum, mit der H-Methode die Ableitung von 2x² minus x für alle x zu bestimmen, also f' von x. Wir wollen es also nicht an der Stelle 1 oder 5 oder 7 haben, sondern wir wollen eine Formel haben, die uns sagt, wenn ich an der Stelle x die Ableitung möchte, dann geht es eben genau so und dann muss man doch nur Werte einsetzen, 1, 2, 3 und kann es dann direkt immer ausrechnen. Man muss nicht jedes Mal diese formale Rechnung durchführen, die ja schon ein paar Schritte beinhaltet. Versuchen wir es einfach als ganz allgemein. Wir haben ja gesagt, mit der H-Methode f' von x ist nichts anderes als f von x plus h minus f von x. Und das Ganze teilen wir durch h. Und dabei nehmen wir den Grenzwert, Limens, h gegen 0. Nun setzen wir das mal ein. Also Limes h gegen 0 von 2 mal x plus h ins Quadrat minus x plus h, das ist jetzt der Term f von x plus h, minus f von x, also minus genau das da. 2x Quadrat minus x. Und das Ganze teilen wir durch h. So. Wir können jetzt nicht viel anderes machen, als das alles mal versuchen zu vereinfachen. Also, hier steht 2 mal x² plus 2xh plus h² minus x minus h minus 2x² plus x. Das war die zweite binomische Formel und ansonsten habe ich nur die Minus in die Klammern hineingenommen. Und das Ganze teilen wir durch h, wobei h immer noch gegen 0 will. So, wir haben immer noch eine Klammer, die müssen wir auch noch ausmultiplizieren. Also Limes h gegen 0. 2x² plus 4xh plus 2h² minus x minus h minus 2x Quadrat plus x, das Ganze durch h. So, jetzt versuchen wir das Ganze zusammenzufassen. 2x Quadrat minus 2x Quadrat, das heißt, das fällt genau raus. Schauen wir uns an, was sonst noch dasteht. Naja, wir haben hier 2h Quadrat. Also haben wir Limes h gegen 0 von 2h². Wir haben hier 4xh plus 4xh. Dann haben wir hier minus x und hier plus x, das fällt jeweils weg. Und dann steht noch einmal ein minus h da. Und das Ganze teilen wir durch h. Was müssen wir jetzt tun? Nun, wir klammern ein h aus im Zähler. Dann steht hier noch 2h plus 4x minus h minus 1. Und das Ganze durch h. Das heißt, wir können jetzt diese h auskürzen. Und es ergibt sich, Limes h gegen 0 ist somit 2h plus 4x minus 1. Wir lassen h gegen 0 gehen, somit wird das Ganze, das 2h geht gegen 0, verschwindet, 4x minus 1 bleibt übrig. 4x minus 1. Das heißt, unsere Ableitung f' an der Stelle x ist einfach 4x minus 1. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie im anderen Video, f von Strich an der Stelle 1 berechnen möchte, setze ich 1 ein. 4 mal x, also 4 mal 1 minus 1, gibt 3, das hat man im anderen Video auch. Wenn ich aber nun die Ableitung einer 2 an der Stelle x gleich 2 ausrechnen möchte, würde ich hier stehen, 4 mal 2 ist 8, minus 1 ist 7. Könnt ihr ja gerne mit der Methode stur nachrechnen, ob es stimmt, was ich jetzt behaupte. Gilt für alle anderen Werte auch an der Stelle 0, wäre es halt 0 minus 1, also minus 1. Nun
Schaut mal wieder rein auf www.lyretta.de. Klickt uns an, auch in Facebook. Vielen Dank.